Hi, willkommen zurück zu Blood Moon. Wir machen jetzt uns den Weg zu den anderen Städten. Wie wäre es, wenn wir nach Alatrin gehen? Das ist da oben in der Mitte, das man leicht übersieht. Dam, dam, dam. Boah, ist schön dunkel. Dam, 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 badam, badam. Da müssen wir auch noch ein paar Lane-Bilder suchen. Hallo Alatrin. Und hallo. Da ist mit der Schnecke. Ein Bild von mir hängt hier. Das nehmen wir für Lariana mit. Tun wir das doch mal. Oh Gott, bitte mach, dass Lodis wieder gesund wird. Ich hätte ihm die Schnecke nicht erlauben sollen. Oh, sorry. Bei Tieren macht das wenig Sinn. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube kaum, dass es klappt. Oh, Schnecke, wir sind Freunde für ewige Zeit. Hallo, wir saugen mal ein bisschen von deinem Blut. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Obwohl deine Mutter direkt daneben ist. Oh mein Gott, braucht man den nächsten Skill, obwohl es ein Kind, die haben weniger Blut. Such mir mal einen Mann. Ich liebe diese Schnecke. Schaut doch nur, wie schön sie ist. Oh. Die sieht ungewöhnlich aus. So eine Schnecke habe ich noch nie gesehen. Ja, ist sie nicht toll? Nein. Doch, doch, sie ist so wunderschön. Der Junge ist wirklich ganz fasziniert davon. Oh. Besucher? Wie kann ich euch helfen? Die Schnecke von eurem Sohn ist wirklich außergewöhnlich. Hallo. Das stimmt. Er hat sie heute Morgen angeschleppt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob sie wirklich ungefährlich ist. Solchen Tieren weiß man ja nie. Und trotzdem lasst ihr ihn mit der Schnecke spielen? Ja, mein Sohn ist wie besessen von dieser Schnecke. Ich habe versucht, sie nach draußen zu bringen, aber Lodis ist fast durchgedreht. Das habe ich bei ihm noch nie erlebt. Er hat nicht aufgehört zu weinen. Dann bin ich weich geworden, habe ihm die Schnecke gelassen. Erziehung ist immer eine Herausforderung. Kinder können sehr anstrengend sein. Das ist wohl wahr. Aber nun hoffe ich einfach, dass er in Kürze das Interesse an dieser Schnecke verliert. Und vor allem, dass diese Schnecke ungefährlich ist. Gibt es hier in Alatrin niemanden, der sich mit dieser Schneckenart auskennt? Leider nein. Der einzig mir bekannte Schneckenexperte lebt in Basalan. Sollen wir dort mal nachfragen? Wirklich? Wenn ihr das tut, wäre ich euch zutiefst dankbar. Sonst mache ich mir noch permanent Sorgen. Ich würde eure Mühe belohnen. Ich habe zwar nicht viel, aber zumindest ein paar Heiltränke könnte ich euch geben. Das müsst ihr nicht. Doch, ich bestehe darauf. Wir gehen nach Basalan und reden mit dem Schneckenexperten. Oh, ich danke euch. Ich muss mich um meinen Sohn kümmern, sonst würde ich mitkommen. Ach, lass das nur unsere Sorge sein. Wir sollten uns die Schnecke gut ansehen, damit wir dem Experten sagen können, wie sie aussieht. Ein rundes Haus, raue Haut, braune Streifen, zwei Fühlhaare. Ob ich das nicht Fühlhaare nennen würde. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine Schnecke gesehen zu haben. Ja. Wann gehen die Wachen endlich weg? Naja, solange niemand am Strauch bei der Brücke nachschaut, sind meine Fieder sicher. Der wollte auch dahin, der hat das gehört. Ne, der hat ja gedacht. Benehmt euch, wenn ihr hier seid. Nö. Du hast mir nichts zu sagen. Okay, eigentlich schon. Ich höre auf dich.
Manchmal wünschte ich, dass alles einfach vorbei wäre. Oh, Viella, warum bist du nur weggelaufen? Ah. Ah ja, hier ist ja mein Lieblings-Nobody-NPC, Shalana. Wie konnte nur so etwas Schreckliches passieren? So kann ich mein Geschäft doch nicht fortführen. Ihr da, ihr seid ganz offensichtlich Reisende. Ihr habt nicht zufällig etwas Weihwasser dabei, oder? Ich würde viel, vieler dafür bezahlen. Weihwasser? Was wollt ihr denn damit hier mitten in der Wüste? Ganz schön direkt. Lasst es mich so formulieren. Ich habe ein persönliches Problem, das ich nur mit Weihwasser lösen kann. Habt ihr Vampire im Keller oder was sollt ihr mit Weihwasser anstellen wollen? Wobei jeder weiß, dass die Wirkung von Weihwasser auf Vampiren ein falscher Mythos ist, der sich hartnäckig hält. Was? Ist das wahr? Ach was, ihr wollt mich auf den Arm nehmen, mein Herr. Aber ich habe keine Vampire im Keller. Mein Problem ist anderer Natur. Ich habe einen Fehler gemacht. Und was für ein Fehler mag das sein? Ich war in der Wüste und habe dort nach Dingen gesucht, die ich an meinem Stand verkaufen kann. Überbleibsel glückloser Abenteurer, seltene Kräuter sowie Kleintiere. Und dabei habt ihr einen Untoten gesehen, dem ihr mit dem Weihwasser Frieden bringen wollt? Wieso kommt ihr immer wieder auf Vampire oder Untote? Damit hat es überhaupt absolut gar nichts zu tun. Keine Untoten? Dann verstehe ich wirklich nicht, was ihr mit Weihwasser wollt. Also die Wahrheit ist, ich wurde verflucht. Verflucht? Und was wollt ihr dann mit Weihwasser? Wie bitte, ist sich offensichtlich? Woher kommt ihr denn? Das ist doch allseits bekannt, dass Weihwasser jeden Fluch brechen kann. Nun ja, nicht wirklich. Ich bin eine Priesterin des Lichts der Wüstensonne. Sobald ich meinen Fluch los bin, könnte ich euch einen Segen meines Gottes geben. Hattet ihr nicht gesagt, ihr wart in der Wüste auf der Suche nach Dingen, die ihr verkaufen könnt? Ist das bei Priesterinnen eurer Religion üblich? Ja. Wirklich seltsam. Aber falls euch mein Segen nicht behagt, hätte ich auch noch eine Lichtrune bei mir, die ich euch überreichen würde, sobald ihr mir das Weihwasser gebracht habt. Gut, wir besorgen euch etwas Weihwasser. Irgendwo werden wir schon eine Kirche auffinden können. Nehmt diese Wasserflasche. Wenn ihr damit eine Kirche betretet, wird daraus heiliges Weihwasser. Das ist doch Unsinn. Aber natürlich, ich habe auch gehört, dass es absolut ausreichend ist, mit einer Wasserflasche eine Kirche zu betreten, um Weihwasser zu erschaffen. Die zwar gerade gesagt haben, okay. Dann bedanke ich mich schon mal vorab für eure Mühen. Ich habe seit Wochen niemanden gefunden, der mir helfen konnte oder wollte. Dann warte ich auf eure Rückkehr. Das fällt mir jetzt mal erst auf. Aber das war im Original auch schon so, dass sie sagt, man muss die Kirche betreten und dann wird unterbrochen. Natürlich, man muss sie nur betreten. Ja, no shit. Vielleicht sollte ich doch mal in eine andere Stadt. Selbst hier auf dem Markt ist nie etwas los. Ja, stimmt. Hier läuft keiner rum. Hallo. Ach, warum musste dieser Trottel auch den Löffel abgeben? Hallo, ihr da. Willkommen in meinem Geschäft. Braucht ihr ein paar Waffen oder Rüstungen? Ihr seht nicht wie eine Schmiedin aus. Und? Darf ich euch deswegen nichts verkaufen? Stellt ihr die Waffen und Rüstungen selbst her? Was soll diese Frage? Wollt ihr jetzt von denen welche kaufen oder nicht? Nö. Will ich nicht. Ich weiß, da ist noch so eine Mini-Quest. Mach ich vielleicht noch. In was für einer Welt leben wir nur? Meine armen Eltern. Warum kümmert sich niemand darum? Was ist nur los mit der Stadt? Seid gegrüßt. Euch scheint offensichtlich irgendetwas zu beschäftigen. Oh, hallo. Das ist seltsam. Ihr seid die Ersten, die mir in dieser Stadt ein Ohr schenken. Tja, viele Menschen kümmern sich nicht gern um die Probleme anderer. Wir haben einen verdammten Grabräuber in der Stadt. Könnt ihr das fassen? Wie widerlich kann jemand sein, der die Gräber der Toten schändet und ihre Leichen mitnimmt? Ein Grabräuber? Ich hätte erwartet, dass in diesen Zeiten Dutzende davon rumlaufen. Hä, vielleicht habt ihr recht, aber es geht hier um das Grab meiner Eltern. Seht ihr das Grab dort vorne? Dort waren meine Mutter und mein Vater begraben. Nun sind ihre Leichen verschwunden. Wer macht so etwas Barbarisches? Ich sehe dort auch einige Fußspuren. Seid ihr denen nicht gefolgt? Doch, natürlich. Sie führen in die Wüste nördlich der Stadt. Doch irgendwann verliert sich die Spur.
Der Grabräuber ist entkommen, elendes Schwein. Für mich sieht das aus, als wären da mehrere Grabräuber am Werk gewesen. Dort sind mehr Fußspuren, als nur von einer Person stammen können. Vielleicht ist er auch mehrmals wiedergekommen, um beide Leichen vorzuschaffen. Das wäre möglich. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich konnte die Fußspuren nicht weit genug verfolgen und traue mich nicht so weit allein in die Wüste heraus. Und niemand anderes interessiert sich für mein Problem. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Der oder die Grabräuber müssen zur Rechenschaft gezogen werden und meine Eltern wieder in ihr Grab gelegt werden. Wir werden uns das mal anschauen. Oh, vielen Dank. Ich würde euch auch ein Erbstück meiner Eltern geben. Sie hätten gewollt, dass ich es eintausche, damit sie ihre endgültige Ruhe im Grab hinter ihrem Haus erhalten. Um was für ein Erbstück handelt es sich? Ein alter Säbel. Er hing schon seit Jahren im Haus an der Wand. Ich gebe ihn euch, wenn ihr die Leiche meiner Eltern zurückholt und die Grabräuber... Ja, ihr wisst schon. Wir sind bald wieder da. Danke. Bitte beeilt euch. Ich trage den Gedanken nicht, dass meine Eltern irgendwo verstümmelt und zerstückelt werden. Gut, dann machen wir das doch mal. Fußspuren sind hier noch deutlich zu erkennen, aber sehr merkwürdige Wege sind die Grabräuber gegangen. Waren die betrunken? Es sollte kein Problem sein, die zu finden. Dann los, ich will hier nicht ewig in der Wüstensonne verbleiben. Du darfst gerne meinen Ärmel als Schutz benutzen. Auf zu quatschen, fang an zu laufen. Ja doch, ach, was haben wir wieder für schlechte Laune heute. Ach ja... Larius, hör auf zu flirten, der mag das nicht. Aber ich glaube eher, dass Weiner das nicht kapiert. Weiner ist sowieso glücklich vergeben. Sorry, Larius. Aber Larius möchte das auch nicht kaputt machen. Hoffentlich kommt es nicht so rüber. Ich will nur ein bisschen teasen. Ah, okay. Was bist du denn, ein Feuerelementar? Tja, Elaine, dann mach mal den Blizzard. Kann man den angreifen? Oh ja, jetzt brennt Walner. Walner ist hot. Ja, Elaine hat ja nicht genug Blut getrunken. Wir machen mal Nacht, damit sie sich heilen. Wenn wir das schon können. Die Fußspuren gehen hier weiter. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie man so merkwürdig laufen kann. Die müssen wirklich betrunken sein. Sieht aus, als wären sie ständig gestolpert. Vielleicht waren die Leichen noch zu schwer. Das sollen wir in Kürze herausfinden. Was ist das? Aha. Okay, der Himmel passt jetzt nicht so. Was ist das hier? Mir scheint, als würde es gar keine Grabräuber geben. Die Toten sind selbst aus ihren Gräbern gestiegen. Um die Aussicht zu genießen? Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber wie wurden sie wiedererweckt? Ein Nekromant? Das klingt jedenfalls nicht danach, als würden wir die Antwort von den beiden erfahren. Moment, seht ihr die grün leuchtenden Ringe an ihren Händen? Jeder der beiden hat einen am Finger. Könnten die mit der Wiedererweckung zu tun haben? Welche Ringe haben eine solche Macht? Also ich finde, wir sollten sie in Ruhe lassen. Schaut euch die beiden doch an. Ist es nicht romantisch zu wissen, dass es einen Weg gibt, auch nach dem Tod für immer zusammen zu sein? Oh, das ist eins der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. Ich bin auch dafür. Lassen wir sie in Ruhe.
Ja, das denke ich auch. Lass uns zur Tochter zurückgehen. Urar. Genau. Haube des Tieres. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich dachte, die Level, die Quest wäre Level 50, aber die ist Level 40. Okay. Macht ja nix. Ich weiß noch, beim Original habe ich die ganzen Viecher alle mitgenommen, weil ich unbedingt die XP brauchte. Jetzt laufe ich einfach vorbei. Shit, oh shit, die sind ja alle wütend. So, Leanne, wir sind wieder da. Wir haben was rausgefunden. Habt ihr schon die Grabräuber und die Leichen meiner Eltern gefunden? Nun, das wird euch sicher so überraschen wie uns. Es gibt keine Grabräuber. Eure Eltern sind selbst aus ihren Gräbern aufgestiegen. Was, seid ihr verrückt? Meine Eltern haben sich selbst ausgegraben? Ja, so ist es. Sie standen an einer Klippe und haben gemeinsam den Ausblick genossen. Das ist unmöglich. Verdammter Nekromant hat sie wiedererweckt und wird sie für seine dunklen Zwecke verwenden. Nein, es war kein Nekromant. Wir glauben, es waren die Ringe, die sie getragen haben. Sie scheinen eine hohe magische Kraft zu besitzen. Ihre Ringe? Sie trugen beide ihre Eheringe. Mir ist aber nicht bekannt, ob die in irgendeiner Art und Weise magisch sind. Aber jetzt, wo ihr es erwähnt, ist schon auffällig, dass meine Eltern sehr alt geworden sind. Dann scheinen es wirklich die Ringe gewesen zu sein. Aber das Rätsel um das Grab dürfte damit gelöst sein. Ich muss erst meine Eltern sehen. Sie, können sie sprechen? Nicht wirklich. Und ästhetisch sind sie auch nicht mehr. Ich muss sie trotzdem sehen. Nehmt den Säbel, den ich euch versprochen habe. Ich will schnellstmöglich zu meinen Eltern. Und ihr sagt, sie stehen an einer Klippe? Da gibt es eine im Norden, die mir bekannt ist. Danke, dass ihr sie gefunden habt. Ich werde nun endlich wieder mit ihnen zusammen sein. Das ist keine gute Idee. Eure Eltern sind jetzt Untote. Ich bin dankbar für euren Ratschlag, aber ich muss sie einfach nochmal sehen. Dank daher lebt wohl. Nutzt unsere Überzeugenfähigkeit. Ihr solltet da nicht hochgehen. Eure Eltern werden euch sicher nicht gerade freundlich empfangen. Und es gibt dort viele Monster, die ich noch vorher töten würden. Ihr habt sicher recht. Dann bleibe ich hier und überlege, wie ich sie in Ehren halten kann. Hauptsache, es geht ihnen gut. Zumindest einigermaßen. Genau. Nochmals danke für eure Hilfe. Kein Problem. Level 55. Der mit der entblößten Brust ist mir mehr als verdächtig. Ja, das stimmt. Warum hat der eigentlich seine Brust entblößt? Passt zu dem. Zu der Vision hier. Ah, wie süß. Ihr da, ihr müsst euch sofort als Katzen verkleiden. Die verdammten Vampire fressen keine Katzen. Der Kerl hat offenbar wirklich zu viel psychischen Druck gespürt. Ja, das wirklich passt jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war vorher andere Sätze. Schon so lange her. Ich glaube, diese ganzen Texte zu editieren war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Vampire werden alle Menschen töten. Töten! Deswegen müssen wir zu Katzen werden. Katzen werden sie verschonen. Ach, der ist ja putzig. Können wir den behalten? Nein, du hast genug Menschen zu Hause. Man kann nie genug haben. Nein, kein Haustier für dich, Larius. Puh, zum Glück darf ich hier drin bleiben. Da draußen warten die Vampire nur auf mich. Vor allem der eine, dem ich mal ein Amulett geklaut habe. Hoffentlich findet der mich nicht. Das hört sich sehr suspekt an, aber ich glaube, da war nichts Geheimes zu. Ich glaube, ich wollte nur mal was anderes schreiben, als immer nur, oh, ist ja alles doof. Okay, cool, das war Latrin. Oh ne, da ist ja noch was. Ich kann es kaum erwarten, bis Papa endlich Feierabend macht. Das ist ja süß. Oh, wollt ihr mit mir spielen? Die anderen Erwachsenen dieser Stadt sind so langweilig und Papa ist leider beschäftigt. Wer ist denn dein Papa? Er ist der Arzt in dem Haus hinter mir. Und wie ich finde, ist er auch ein sehr weiser Mann. Ich bin stolz auf Papa und Papa ist stolz auf mich. Oh, das glaube ich gern. So eine Beziehung hätte ich mir mit meinem Vater auch gewünscht. Was ist denn passiert? Sprechen wir nicht darüber. Also, falls ihr eure Wunden versorgen wollt, dann sprecht mit Papa.
Er weiß, wie man eure Wunden am besten behandelt. Für ganz wenig viele. Ich glaube, im Original hatten Larius und Celine andere Väter. Weil Larius hat in den Dateien einen anderen Nachnamen gehabt. Ich glaube, Warin oder so. Aber ich habe es einfach vereinfacht. Die sind Vollgeschwister. Du meine Güte, die drei sehen aber ziemlich kränklich aus. Ist das Buch der Umgang mit Dienern? Oh, das haben wir da schon. Ich gucke mal. Nö. Wie jeder weiß, hat ein gehobener Vampir von Welt eine Menge Diener unter seiner Kontrolle. Denn die Dienerschaft hilft einem gehobenen Vampir, sich auf die wirklich wichtigen Dinge seines untoten Daseins zu fokussieren. Doch was sollte man tun, wenn die eigenen Diener den Ansprüchen nicht gerecht werden und ihren Dienst nur unzureichend erfüllen? In diesem Fall empfehle ich mit äußerstem Nachdruck, die unzulänglichen Dienermittel zerschneiden zu bestrafen. Zerschneiden. Denn Fehler dürfen von einem gehobenen Vampir nicht verziehen werden. Lieber schafft man sich einen neuen Diener, als mit einem Diener zu leben, der einen Fehler begangen hat. Das ist aber hardcore. Bald brauchen wir noch mehr Betten. Aha. Interessant. Die Vampire sind wirklich stark. Das versteht man erst, wenn man einem gegenübersteht und verprügelt wird oder gebissen. Hoffentlich kommen noch ein paar hungrige Gäste, sonst esse ich das hier wieder ganz alleine auf. Würde ich auch. Boah, lecker. Jetzt habe ich Hunger. Okay, das war jetzt Latrin. Ich überlege, was wir noch machen können. Ups. Bei Level 60 können wir uns die Elras Höhle anschauen. Ja, Larius Höhle. Ja, da ist eigentlich nichts Spannendes. Am Ende ist dann so ein Vampir-Typ, irgendein Random, der sagt dann, was, raus hier? Dann tötet man den. wie wär's denn mal mit hier Burg Horan. Das hier ist Burg Horan, die Hauptfestung des Heiligen Kreuzzugs. Wir sollten wieder verschwinden. Hier gibt es viel zu viele kampferprobte Soldaten. Der Kampf bringt uns nichts. Was ist das? Alarm! Vampire greifen an! Den Kampf sollten wir wirklich nicht führen. Nichts wie weg von hier. Okay, ciao. Okay, dann gehen wir hier nach Uldur. Ja, hier müssen wir auch noch eine Quest machen für das Elaine-Bild. Dein Schmerz ist nicht mein Schmerz. Das Leben empathieloser Menschen. Das komplette Gegenteil von uns. Ja, verstehe ich auch nicht. Empathielos. Gib deinem Mann das Schwert und geh an den Herd. Du bist nun so gut wie dein Mann. Und zu guter Letzt kein Krieg in der Küche. Wer liest so einen Mist? Vor allem, wer schreibt ihn? Gute Frage. Malix. Unzählige Bücher über Kleidung und deren Herstellung. An so kalten Orten ist das durchaus praktisch. Ich habe solche Angst. Lager, das wurde auch... Oh, Moment, ihr seid ja gar nicht mein Mann. Nein, sind wir nicht. Das ist seltsam. Er wollte schon vor einer Stunde zurück sein. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Wo wollte euer Mann denn hin? Etwas westlich von hier ist eine Klippe, wo er uns immer Fisch fängt. Es ist bestimmt etwas passiert. Ich habe hier ein seltenes Buch, das ich euch als Belohnung geben würde. Hä? Hat die schon gefragt? Schreib mir das mal auf. Wahrscheinlich hat sie es gefallen. Ich habe es jetzt überlesen. Es trägt den Titel Tricks der Vampire. Es ist die wissenschaftliche Arbeit des Professor Abronsanus, der die magische Wirkung von Zaubern auf Vampire beschreibt. Wir würden selbst ohne Belohnung euren Mann retten. Danke, aber ich möchte, dass ihr es bekommt. Dort werden Techniken beschrieben, mit denen Vampire ihre magische Widerstandskraft stärken.
Nur wenn man diese Techniken kennt, kann man die Vampire vernichten. Das braucht wirklich jeder. Wir werden uns sofort auf die Suche nach ihm machen. Danke. Ich hoffe sehr, dass ihm nichts passiert ist. Das sehen wir jetzt an. Hallo. Oh mein Gott. Oh, mein Auge tut weh. Kennt ihr das, wenn ihr Kopfschmerzen hinterm Auge habt? Wo die Sonne nicht scheint. Kakerlakenzucht im Stall. Auch Schnecken können tödlich sein. Unerkannte Gefahren der Tierwelt. Tödliche Schnecken, wer hätte das gedacht? Ja. Ist wieder so ein Kran im Keller. Wofür ist denn der überhaupt? Warum hat man mich nicht in die Wüste geschickt? Gott, wenn ich die sehe, wird mir noch kälter. Toll. Die Tür ist verschlossen. Ich kann einfach nicht mehr. Die Schmiede ist geschlossen. Was passiert? In Uldur treibt eine widerliche Bande ihr Unwesen. Sie haben meinen Mann entführt. Es ist seine Schmiede. Wohin haben sie euren Mann gebracht? Die sagten, sie haben einen ganz speziellen Baum in einem Wald im Südwesten. Was meint ihr denn mit speziellen Baum? Ich weiß es nicht. Wir werden uns natürlich darum kümmern. Wirklich? Dann werdet ihr die Ersten, die sich trauen, gegen die Bande anzugehen. Wir sind bald wieder da. Genau, wir machen uns schon auf den Weg. Diese Trottel kommen bestimmt direkt aus der Wüste und dachten sich, hier kann man sich etwas abkühlen. Sind nicht die Ersten, die hier erfrieren. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Boah, ey. Ein Seelenstein. Hehe, bald ist mein großes Holzgefährt fertig. Damit schleichen wir uns in die Vampirstadt rein. Ja, viel Erfolg. Was tut man eigentlich gegen den lachenden Tod? Das sollte ich mal nachschlagen. Zum Glück habe ich oben ein gutes Buch dafür. Nice. Ah, willkommen, werte Kundschaft. Ich bin Lykas, der örtliche Alchemist und Heiler. Wenn es brennt oder juckt, kann ich euch mit meinen wunderbaren Heiltränken und Salben helfen. Wenn es brennt oder juckt, was wird denn diesbezüglich im Moment am meisten bei euch gekauft? Nun, da wäre zum einen die tarynische Juckwarze, die wirklich sehr unangenehm ist und durch, ihr wisst schon, übertragen wird. Oder die tückische Hautkrankheit, Abarrasflechte, die vor allem im Gesäßbereich entsteht, wenn man von einer bestimmten Bettwanzenart gestochen wird. Habt ihr Bedarf an einem entsprechenden Heilmittel? Eure Haltung mit eurem Gesäß sieht durchaus so aus, als wenn ihr darunter leidet. Oh nein, wie schrecklich. Wollt ihr mich nicht lieber mal gründlich untersuchen? Wir brauchen keine solchen Medikamente. Wie sieht es mit Heiltränken für den Kampf aus? Habt ihr diese auch im Angebot? Aber natürlich, alles gegen Wundbrand oder Frostbeulen. Ach, Walner, du Spielverderber. Zeig mal her. Boah. Ich glaube, uns geht es eigentlich ganz gut im Moment. Hihi. Und zwar bitte nicht. Mein Mann wird sich sicher über meine neue reizvolle Unterwäsche freuen. Hihi. Damit überrasche ich ihn später. Okay, hier ist das Buch. Hier stehen nützliche Tipps zur Verteidigung. Um 3 gestiegen. Ah, ihr seht wirklich hungrig aus. Darf ich meine Köstlichkeiten anbieten? Viele feine Kreationen aus Zucker und Mehl. Oder vielleicht mögt ihr leckere Pasteten. Tut mir leid, aber wir sind nicht hungrig. Ganz sicher? Riecht doch mal, wie das herrlich duftet. Riecht vorzüglich, aber wir haben wirklich keinen Hunger.
Wie schade. Komm, Bombi-Bomb. Hoffentlich merkt niemand, dass mir die Brötchen untergefallen sind. Wie ekelhaft. Was sagst du dazu, Ustra? Ist auch lecker Pasteten. Dreimal klopfen, dann einmal klopfen, dann... Schläft tief und fest. Ja... Auf die Quest habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock. Auf die meisten irgendwie, ich habe schon so oft gemacht. Ich nehme die nur mal an. Und wenn ich die vielleicht noch brauche, dann mache ich die. Wir leveln ja so schnell. Pah, schaut sich einer die an. Halb nackt durch die eisige Kälte. Wahrscheinlich nehmen die nachts auch noch irgendein Kraut zu sich. Was ist nun mit der Jugend von heute los? Mein Gott. Halb nackt durch die eisige Kälte. Hihi, das würde ich zu gerne sehen, wie ein Vampir hier reinkommt und direkt tot umkippt. Ja, ich auch. Ey, Typ. Geht bitte zurück in die Häuser. Die Vampire könnten jederzeit auftauchen. Okay. Die dürfen niemals erfahren, was wir in dem Haus treiben. Würde mich nicht wundern, wenn das hier auch so ein Haufen Halunken wären. Ja, danke schön. Ob die im Trainingshaus auch Eismagie lernen, das würde zu mir passen. Nett. Ich nehme mir gleich die Kleine vor. Vampire schätzen frisches Kinderblut. Hehehehe. Boah, du ekelhafte. La, la, la. Meine Zwillingsschwester trainiert gerade fleißig. Ich sollte mich bald auf den Weg machen, sobald diese Leute hier wechseln. Ja, die im Trainingshaus ist genau derselbe Charakter, nur mit anderem Namen. So habe ich einfach was erfunden. Der Zettel ist leider durch ein paar blutige Flecken verwischt. Aber es lässt sich noch Folgendes lesen. Danach dreimal klopfen, zum Schluss zweimal klopfen. Was auch immer das bedeuten mag. Also dreimal, einmal, dreimal, zweimal. Okay, ich mache jetzt mal die Quest da. Mit dem Schmied. Dauert wahrscheinlich eh wieder Ewigkeiten, weil so viel Dialog da ist. Die Folge ein bisschen länger. Ja, ich da. Findest du auch toll, oder? Ja, und dann gehe ich mich in meinem Pyjama kuscheln. Und mache mich bereit. Die Level 60er Quest. Nein, eigentlich noch nicht. Wir wollen ja noch ein paar Sachen machen. Hier dürfte der Wald sein, in den der Schmied aus Uldur verschleppt wurde. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Ja. Hi. Haha, wie stark und mutig bist du jetzt, Simio? Bitte lass mich gehen, Rudei. Dich immer noch Sir Rudei. Es kommt davon, wenn man seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, Simio. Schutzgeld meinst du wohl, Rudei? Ihr seid elende Erpresser. Sir Rudei, verdammt nochmal, wir sind keine Erpresser. Wir bieten euch Stadtleuten Schutz vor den ganzen bösen Menschen und Vampiren auf dieser Welt. Dass dieser Schutz nicht kostenfrei sein kann, ist doch naheliegend. Bitte lasst mich gehen, ich schwöre, ich zahle euch nächsten Monat das Geld. In den letzten Wochen hatte ich nur zu wenige Kunden in meiner Schmiede, das wird sich sicherlich bald ändern. Nun, ich glaube, es wird Zeit, dass ich den Menschen in Uldur zeige, dass man besser nicht auf unseren Schutz verzichtet. Ansonsten passieren unschöne Unfälle.
Soll das? Was zum Teufel soll das hier? Oh, Freunde von dir, Simio. Woher soll ich das wissen? Ihr habt mich in diesen verdammten Baum eingesperrt. Ich sehe nichts. Ihr habt jemanden in den Baum gesperrt? Ist das hier ein Kindergeburtstag? Ha, endlich jemand mit Humor. Aber mir scheint, als wärt ihr hier in etwas reingestolpert, das euch gar nichts angeht. Schutzgelderpressung und Mord. Damit seid ihr bislang durchgekommen. Wie bereits gesagt, das hier geht euch nichts an. Entweder ihr verschwindet sofort oder das Ganze hier wird auch zu eurem Problem. Ich glaube eher, dass ihr jetzt ein Problem habt. Ist das so? Nun, wir können das auf eine einfache oder eine schwere Art regeln. Die einfache Lösung ist, ihr sterbt. Was? Nein, was seid ihr denn für Verrückte? Was ich sagen wollte, ist, ihr gebt uns 10.000 Fehler und wir verschwinden. So viel schuldet uns nämlich der Kerl, den wir in den Baum gesperrt haben. Und wenn wir uns weigern? Nun, seht ihr die roten Fässer hinter uns? Wie jeder weiß, befinden sich in roten Fässern immer explosive Flüssigkeiten. Diese sind an einen versteckten Mechanismus gekoppelt. Sir Rudey, ich habe den Mechanismus aktiviert. Ihr solltet eure Gäste in Sicherheit bringen. Nun, dein Timing ist perfekt, Jagos. Allerdings sind das hier keine Gäste. Und was für ein Mechanismus spricht der? Nun, in etwa 10 Minuten explodieren die Fässer und dieser Schmied wird, Simio wird bei lebendigem Leib gebraten. Oh, mir fällt gerade was auf, der sagt 10 Minuten, aber ich habe das, glaube ich, die Zeit nach Schwierigkeit. Ustra! Nach Schwierigkeit habe ich die Zeit gemacht. Was? Nein, holt mich hier raus! Unsinn, was für ein blödsinniger Mechanismus soll das bitte sein, der Fässer zum Explodieren bringt? Eine Kombination aus nahezu unsichtbaren Drähten und einem Gerät, das einen kleinen elektrischen Stromschlag erzeugt, der die Fässer explodieren lässt. Aber keine Sorge, eure kleinen Gehirne müssen das nicht verstehen. Was ihr verstehen müsst, ist, dass ihr uns besser das Geld gebt oder ihr sterbt. Also letzte Gelegenheit. Gebt uns 10.000 Fehler und wir deaktivieren den... Ach, Ustra, du Penner. Dann wird diesen Wicht Simio für diesen Monat freikaufen. Unterbrich mich nicht, Jagos. Ich verhandle gerade mit diesen Leuten. Das ist euer Ende. Ihr seid dumme Troppel, wenn ihr euch mit uns anlegen wollt. Aber bitte, verteilen wir eure toten Körper in Uldu als Zeichen dafür, was mit denen passiert, die sich mit uns anlegen. Usta, geh weg. Oh Gott, das wäre die laute Musik. Du wieder gehen. Ist laut. Ölwelle. Soll ich mal heilen? War zu spät. Boah. In Ordnung. Amaphilarius. Ich heile mich lieber. Ich den nächsten wieder wecke. Endlich wurde ich mal platt gehauen. Schon alles ist zu leicht oder so. Den gebe ich mal einen Trank der Ewigkeit.
den Dämon mal Magiefokus beibringen. Hab ich auch noch nicht gemacht. Ein Meteorregen eigentlich. Ich sehe die Zeit gar nicht. 5 Minuten, ja. Ciao. Das wäre erledigt. Ich fürchte, der Mechanismus zum Sprengen der Fässer ist weiterhin noch aktiv. Oh Gott, wir müssen hier weg. Wir müssen den Kerl rausholen, bevor die Fässer explodieren. Oder wir finden einen Weg, die Sprengung der Fässer zu verhindern. Vielleicht finden wir hier im Wald den Auslöser für den Mechanismus. Machen wir doch mal. Diese Tasche stand vorher doch noch nicht hier, oder? Vielleicht hat die etwas mit diesem Mechanismus für die Fässer zu tun. Der andere Räuber kam zumindest aus dieser Richtung. Und meine einsame Tasche mitten im Wald. Das ist sehr verdächtig. Wir wissen nichts über diesen Mechanismus, der die Fässer sprengt. Aber ich sehe hier den dünnen Draht, der von den Räubern erwähnt wurde. Sind wir sicher, dass das Öffnen der Tasche den Mechanismus nicht auslöst? Wir öffnen die Tasche. Hoffentlich fliegen wir nicht in die Luft. Hier drin sind 2 Drähte, die an den außenliegenden Draht verknüpft sind und an einer kleinen Box enden. Der rote sieht viel abgenutzter aus als der gelbe. Was zum Teufel ist das? Mir ist nichts anderes eingefallen, wie ich die Quest mehr verständlich machen sollte. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich denke, wir müssen den Draht von der Box ablösen. Das sollte den Mechanismus stoppen. Aber welchen der beiden Drähte? Beide? Na, rechts. Der abgenutzte. Haben wir es geschafft? Ich denke, wir haben es geschafft. Bitte holt mich hier raus. Wie haben euch die Kerle überhaupt dort reinbekommen? Der Baum ist auf der Rückseite ausgehöhlt. Sie haben mich gefesselt und dort reingestellt. Meine Arme sind an die Innenseite gefesselt. Ich komme hier nicht raus. Wir retten dich. So, das hätten wir. Gott, ich habe überlebt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Jetzt habt ihr erstmal Ruhe vor diesen Räubern. Ich hoffe, die hatten noch nicht mehr in ihrer Bande. In jedem Fall habt ihr eine dicke Belohnung verdient. Kommt in meine Schmiede in Uldur. Dort habe ich etwas für euch. Meine Frau macht sich sicherlich schon riesige Sorgen. Sollten wir ihm mal folgen. Yay. Ende gut, alles gut. Gut, gut. Welche Städte fehlen uns denn noch? Basalan. Wo gehe ich denn hin? Ich glaube nur Basalan, oder? Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Dieser Holzkopf Uday ist hoffentlich tot. Und den habe ich mal als meinen Bruder bezeichnet. Da sind ja meine Retter. Ich freue mich sehr, euch endlich wiederzusehen. Schön zu sehen, dass es euch gut geht. Ja. Aber selbstverständlich. Ich habe euch mein Leben zu verdanken. Daher gebe ich euch meinen wertvollsten Besitz, ein alter Ring, der innerhalb meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ein Ring? Ihr werdet seine Kräfte sicher zu schätzen wissen. Darüber hinaus steht euch mein Geschäft selbstverständlich immer offen. Cool. Danke, wenn wir was brauchen, sprechen wir euch wieder an. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Yay. Guck mal die Menge hier. Oh, der hört sich nicht schlecht an. Da ist es ja. Ein Bild von dir, Elaine.
Oh, das Shading ist voll schön. Das nehmen wir für Lariana mit. Das Trinkglas hatten wir schon. Hi. Mögen diese drei alles Glück der Welt bekommen. So. Seid zurück. Ich danke euch in einer Unendlichkeit, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Es freut uns, dass alles gut ausgegangen ist. Danke euch jedenfalls. Ihr seid hier immer willkommen. Passt auf euch und euren Mann auf. Verschlossen. Da kommt man nur rein, wenn man sie umbringt. Aber sowas machen wir natürlich nicht. Ring des Blutes. Kosten 15, okay. Gut, dann war's das für heute. Jetzt saugen wir noch mal ein bisschen aus. Der ist uns ja dankbar. Der gibt uns bestimmt ein bisschen Blut. Lecker, lecker. Nächstes Mal gehen wir nach Baselan und dann machen wir ein paar Quests, bis wir Level 60 sind. Bei Level 60 gehen wir in die Elrashöhle und dann geht's auf zu Asgard-Schloss. Was da dann passiert, werden wir dann erfahren. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, außer ihr spielt natürlich selbst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.